Ja, hey ho, wir sind hier wieder, die Leo5-Redaktion, und wir sind heute für euch im Kapitol. Also wir bringen heute wieder einen Beitrag, gestern haben wir auch schon einen gemacht. Und was genau wir heute für euch vorbereitet haben, das sagt euch jetzt Anna. Ja, also gestern war ja die Eröffnungsveranstaltung zum Filmkunstfest und da waren wir natürlich auch und haben ein paar Eindrücke für euch festgehalten. Und außerdem könnt ihr heute noch zwei Kritiken sehen. Die eine ist zu dem Film For No Eyes Only, der läuft in der Kinder- und Jugendfilmreihe. Und die zweite Kritik ist zum Film Jack und der läuft in der Spielfilmreihe. Und dann haben wir noch Jörn Wille interviewt. Das ist der Typ, der immer die Kurzfilmnacht am Freitag vorbereitet und ja, so organisiert. Und das ist immer sehr spannend und sehenswert. Also haben wir da uns noch ein bisschen erkundigt. Ja, ich glaube, das war's. Also viel Spaß bei unserer Sendung. Yeah! Erste Frage. Kommen Sie hier aus Schwerin? Nein, ich bin gebürtiger Ludwigsluster. Okay. Wie sind Sie Aber ich mag Schwerin. Okay. Wie sind Sie dazu gekommen, hier die Kurzfilmnacht zu organisieren? Wie sind Sie hergekommen? Na gut, ich habe mit dem Filmkunstfest schon seit etlichen Jahren zu tun. Kurzfilmnacht speziell hat mein Kollege, der Mo, Christian Möller, von den Herrn Ole Grunert übernommen im Jahre 2007. Da war ich hinter den Kulissen immer schon sehr involviert und habe das, sag ich mal, seit 2011 in Eigenregie mehr oder weniger in der Hand und organisiere, plane und durchführen tue ich das dann auch. Okay, das macht Ihnen wahrscheinlich auch ziemlich viel Spaß, das hier so zu organisieren, oder? Ja, Spaß ist ein bisschen untertrieben. Es ist schon fast eine Profession, also sehr gut, tipptopp. Das ist ein Medium-Film. Auch speziell Kurzfilm, das ist einfach großartig. Okay. Gab es dieses Jahr bei der Organisation schon irgendwelche Komplikationen, irgendwelche Erwähnenswerten, irgendwelche Schwierigkeiten, die das alles so ein bisschen, naja... Nee, Komplikationen möchte ich nicht sagen. Man macht das mittlerweile auch schon ein paar Jahre, die Läufe sind bekannt. Definitiv gab es keine Schwierigkeiten. Was ein kleines Problem, Problem möchte ich auch nicht sagen, darstellt, ist es, dass man halt doch eine ganz lange Anlaufzeit hat. Wir haben über 300 Filme Einreichungen gehabt, die allein erstmal zu sichten.
Das entspricht schon viel Zeit und ich sage Ihnen ganz ehrlich, da ist auch sehr viel Müll dabei. Okay. Was finden Sie persönlich an der Kurzfilmnacht am schönsten? Am schönsten finde ich es, wenn alle Leute sich am einen Ort zur gleichen Zeit zusammentreffen und gemeinsam sehr gute Filme schauen und darüber dementsprechend danach in einen Talk sich gemeinsam verbinden und die Filme auswerten, debattieren und rundum es ein gelungener Abend ist. Dann bin ich persönlich auch zufrieden. Das ist doch schön. Wie kommen Sie zu Ihrer Preisauswahl für die Kurzfilmnacht? Werden die Filme, kommen die zu Ihnen oder gucken Sie sich die an? Wie funktioniert das? Also ein Teil wird natürlich an das Filmkunstfestbüro geliefert. Der größte Teil für den offiziellen Wettbewerb. Da kommen aber natürlich nun manchmal alle Filme rein. Sind aber nach wie vor immer noch sehr gute dabei. Also gucke ich mir quasi den ganzen Rest auch noch an. Und es gibt natürlich dann auch noch mal privat eine Ausschreibung von mir, die dann zu mir nach Hause kommt und die kommt dann auch nochmal mit in die Bewertung mit rein und dann hat man dann nachher auch trotzdem immer noch 300 Filme, was eine ganze Menge ist. Und dann habe ich ein privates Team von Film-Kunstfest-Freunden, die sich überhaupt auch mit der Thematik Film überhaupt generell auskennen und dann setzen wir uns zusammen und über das ganze Wochenende, meistens ist es das Ostern, die Osternzeit so, ja, und dann stellen wir das Programm zusammen. Ich möchte auch betonen, dass ich das gerne mit anderen zusammen mache, weil ich, wenn ich alleine drauf gucke, ist das zu sehr objektiv. Also es sollten auch andere drauf gucken, weil meine Meinung, wenn es danach gehen würde, wären das nur lustige Filme. Dann hat man auch noch mal ein bisschen breiteres Spektrum, wenn so verschiedene Leute drauf gucken. Haben Sie eine spezielle Filmempfehlung für unsere Zuschauer? Ehrlich gesagt, dieses Jahr nicht. Okay. Weil ich möchte sagen, 80% sehr, sehr geil. Okay. Ich habe keinen Favoriten. Okay, also eigentlich alle eine Empfehlung. Ja, Favorit. Nee, verrate ich noch nicht. Schauen Sie selber rein. Also generell möchte ich erstmal empfehlen, die Veranstaltung geht 20 Uhr los. Einlass ist 19 Uhr. Wer als erstes kommt, bekommt auch die besten Plätze. Eintritt 6 Euro definitiv. Im Speicher in der Röntgenstraße 22 in der Feldstadt. Das sollte man mal wissen, wenn man Filmkunstfest affiniert ist und Kurzfilme mag. Okay. So, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Warum gerade Golden Moon? Wie kommen Sie darauf? Da sollten Sie mal am besten meinen Vorgänger, Herrn Christian Möller-Moh, fragen. Der hat dann nämlich ins Leben gerufen. Also gibt es schon ziemlich lange. Seit 2007. Okay, und los. Hallo, ich bin Anna. Jetzt seht ihr eine Kritik von Hannah und zwar zu dem Film Jack. Geil. Obwohl er erst 10 Jahre alt ist, trägt Jack die Verantwortung für sich und seinen kleinen Bruder Emanuel. Seine Mutter ist beschäftigt und abends oft mit ihrer neuen Liebe aus. Bei einem Unfall verbrüht sich Emanuel und plötzlich lastet alle Schuld auf Jack. Doch damit nicht genug. Er wird aus der Familie genommen und in ein Kinderheim gesteckt. Als er es dort nicht mehr aushält, läuft er weg. Nun ist er ganz allein. Doch viel Zeit zum Jammern bleibt nicht. Das ist aber ein komplizierter Satz, Hannah. All seine Kraft steckt er in die Suche nach etwas zu essen und einem Schlafplatz. Denn zu Hause ist keiner mehr, die Mutter spurlos verschwunden. Klingt sehr doll traurig. Jack lebt durch das Gesicht Ivo Pizkas, auf dem sich lange Phasen des Films abspielen. Durch düstere Parkhäuser und glitzernde Wie nennt man das? Kaufhäuser? Der Film zeigt die Hauptstadt aus einer ganz ungewöhnlichen Perspektive. Jack ist eine wirklich glaubwürdige Geschichte, die besonders am Ende den Mut des Jungen mit einer unerwarteten Entscheidung beweist. Das war unser Beitrag für euch und jetzt noch zwei. Alter Mirko! Alter Mirko! Das war unser Beitrag heute vom Filmkunstfest und jetzt haben wir noch mal die Zeit, wann die Filme laufen, die wir vorhin vorgestellt haben. Ja, und zwar der Film Jack, der läuft am Donnerstag, den 8. Mai um 19.30 Uhr.
Und am Samstag, den 10. Mai, um 15.30 Uhr. Und der Film von No Eyes Only, der läuft am Freitag, den 9. Mai, um 14.45 Uhr. Und am Sonntag, den 11. Mai, um 17.45 Uhr. Immer so kurz überlegen, aber wir haben es richtig, ganz ehrlich. Kommt überhaupt nicht gestellt um. Das ist nicht schlimm. Also wir sehen uns morgen wieder und bis dahin, kommt aufs Filmkunstfest. Kommt euch ins Kino, kommt hierher. Los. Bloß nicht Hausaufgaben oder los. Schule oder Arbeiten oder so. Filme gucken. Dann machen wir Cut.